Jeder, der einen Hund hat, kennt dieses Problem, dass es Menschen im Umfeld gibt, die Sachen im Umgang mit dem Hund machen, die einem selbst überhaupt nicht in den Kram passen. Und ganz häufig sind das sehr enge Familienmitglieder. Mutter, Vater, Geschwister, irgendwas dergleichen, können natürlich aber auch Mitbewohner oder ähnliches sein. Die Situation kommt eigentlich immer zustande, wenn man nicht ein einzelner Mensch ist, der absolut exklusiv mit zumindest einem oder in meinem Fall auch mehreren Hunden arbeitet. Und ganz häufig resultiert das halt darin, dass Menschen Dinge tun, die einem auf die Nerven gehen, wie zum Beispiel den Hund im falschen Moment mit einem Leckerli füttern oder den Hund verhätscheln oder nicht an einem Strang ziehen im Rahmen der Erziehung. Und das wurmt die Menschen dann total. Und da ich ja auch sehr viel Content hochlade, in dem es mit meiner Mutter im Umgang mit meinen beiden Hunden hier extrem gut funktioniert und auch mein Vater, der mittlerweile da sehr kooperativ geworden ist, was meine Vorstellung für den Umgang mit meinem Hund angeht, kommen die Leute immer und sagen: Wow, Max, du kannst dich so glücklich schätzen, dass du so tolle Eltern hast, die damit dir an einem Strang ziehen. Habt ihr natürlich recht, ich habe absolut tolle Eltern. Jetzt müsst ihr nur wissen, der einzige Grund, warum die so gut mit mir an einem Strang ziehen, ist, weil ich die über einen extrem langen Zeitraum dazu genötigt habe, das zu tun. Und das ist kein Scherz. Bedeutet ja, auch wir waren bei uns mal an einem Punkt, wo es im Kreis der engsten Streit und Stress und Diskussionen und jede Menge Reibungspunkte im Umgang mit den Hunden gab. Und der Grund, warum wir davon weggekommen sind, ist, weil ich nicht mehr mit mir habe diskutieren lassen. Und das ist auch das, was ich euch im heutigen Video mitgeben möchte. Vielleicht ein paar der wichtigsten Werkzeuge, wie ihr in eurem Wording, im Umgang mit den Leuten in eurem Umfeld, im Auftreten im Allgemeinen Dinge vielleicht besser machen könnt, als ihr es aktuell noch tut, was dann wiederum ja eurem Hund oder euren Hunden zugutekommen dürfte. Denn ganz häufig ist es einfach so, dass Leute sich so ein bisschen auf diesem Missstand ausruhen. Die sagen dann: Ja, aber meine Mutter verzieht meinen Hund immer oder mein Mitbewohner macht dann immer Scheiße, wenn ich nicht da bin und ich habe es ihm schon dreimal gesagt. Aber irgendwie ist das alles nicht so richtig zielführend. Dann resignieren die Leute, sind aber innerlich frustriert und lassen das aber trotzdem passieren, ne? Also stellt euch vor, ich wäre jetzt hier nicht alleine mit meinen Hunden, sondern es wäre zum Beispiel meine Mutter noch da und die würde die ganze Zeit, während ich von meinen Hunden erwarten würde, dass sie stillhalten, hingehen und die ganze Zeit hochpushen und hütüdüdüdü und hast du nicht gesehen und heididei und was man ja so macht als Mutti von Hundekinder, ne? Und ich würde nebendran stehen und das einfach passieren lassen und mich sozusagen meinem Schicksal hingeben. Dann wäre ich gefrustet, dann wäre ich genervt, dann wäre ich sauer auf meine Mutter. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwann an einem Punkt ankommen, wo mir der Kragen platzt und ich würde sagen: Jetzt lass die Scheiße doch mal, ich habe es dir schon tausendmal erzählt. Und dann würde die Mutter sagen: Ja, aber warum rastest du denn jetzt auf einmal so aus? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und auch da ist mal wieder das Problem, die nicht frühzeitig genug erfolgte, sehr deutliche und sehr eindringliche Kommunikation. Und zu der kommen wir jetzt. Tipp Nummer 1, und das ist eigentlich der allerwichtigste, nicht fragen, ob Leute bitte rücksichtsvoll sein könnten und bitte eure Wünsche im Hinblick auf euren Hund oder auf eure Hunde respektieren könnten, sondern das denen einfach als alternativlos vor die Nase knallen. Das bedeutet, wenn mein Hund jetzt da wäre, ich würde von dem erwarten, dass er da liegen bleibt, meine Mutti würde kommen und den anstiften, dann würde ich nicht sagen: Mutti, kannst du bitte dich jetzt noch ein bisschen zurücknehmen? Ich möchte mit meinem Hund noch irgendwas zeigen und dafür muss er auf seinem Körbchen liegen bleiben. Sondern dann würde ich hingehen und das meine ich jetzt so, wie ich es gleich sagen werde, todernst. Mutti, wir haben es schon 10-mal besprochen, Hunde werden erstmal in Ruhe gelassen, nicht hingehen, nicht angucken, nicht anlächeln, keine Finger hin, kümmere dich erstmal um was anderes. Da drüben liegen Sachen, die ich dir hingelegt habe, lass uns da erstmal drüber reden, ich sag dir dann gleich Bescheid, wann es an die Hunde geht. So, das mag jetzt ein bisschen forsch erscheinen, aber das löst für die allermeisten Menschen schon mal das Problem fundamental. Und da lege ich meine Hand für ins Feuer. Warum kann ich mir rausnehmen, das zu sagen? Weil ich schon bei ganz vielen Freunden war, wo genau dieses Problem stattgefunden hat. Und die haben gesagt: Hey Max, guck mal, und du hast doch so ein paar Follower und so, und die Leute hören auf dich. Könntest du nicht vielleicht mal bei uns mitkommen und dir das angucken und vielleicht aber mit meinen Eltern ein Wörtchen reden? Und dann habe ich gesagt: Ja klar, kann ich machen. Wenn ihr dafür euch ums Abendessen kümmert und ich dann verköstigt werde und mir keiner großartig auf die Nerven geht, mache ich das, gar kein Problem. So, und dann war ich da und dann ging genau das los. Vor einigen Monaten hatte ich das Ganze zum Beispiel bei einer guten Freundin von mir. Die saß dann da am Tisch, da waren zwei Hunde. Sie hatte die Vorstellung, dass die Hunde auf den Plätzen bleiben sollen und die Mutter hat die Hunde die ganze Zeit hochgepusht. Und man hat so gemerkt, innerlich war das so aufbrausend. Und dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt: So, liebe Familie XYZ, ich brauche jetzt mal von euch maximale Kooperationsbereitschaft. Alles, was ich gleich mit den Hunden tun werde, wie ich die anleiten werde und so weiter, wird nicht in Frage gestellt. Punkt. So, das sitzt dann erstmal so ein bisschen, dann ist auch manchmal für so ein paar Sekunden betroffenes Schweigen und dann ist er aber gut. Dann habe ich mir die Hunde gepflückt, habe gesagt: du dahin, keiner fasst die Hunde an. Und das kann man dann auch schon mal so dramatisch in diesem Moment sich setzen lassen. Und das ist das Allerwichtigste. Einfach dieses entschiedene, entschlossene, bestimmte Auftreten dem menschlichen Umfeld gegenüber. Und jetzt ganz entscheidend:
anschließend kommt Punkt Nummer 2, die Erklärung. Warum ist die Reihenfolge so wichtig? Ganz einfach, ihr müsst von Anfang an ganz klar in der Verantwortung tragenden Rolle für das Verhalten eurer Hunde stehen und das bedingt halt einfach, dass man erstmal komplett die Ansagen übernimmt für alle Leute, die sich möglicherweise auch nur in der entferntesten Umgebung von diesem Hund aufhalten könnten und die gegebenenfalls was mit dem machen könnten. Erstmal sagen, so, liebe Leute, ihr seid alle abgemeldet, ich mache hier die Ansagen, was den Umgang mit den Hunden angeht, und nachdem das Ganze etabliert wurde, wie wir es eben besprochen haben, dann kann man hingehen und sagen, ich erkläre euch auch mal, warum das so wichtig ist, was ich euch eben erklärt habe und warum ich da leider keine Rücksicht auf das nehmen kann, was ihr am liebsten mit dem Hund machen wollt. Würde. So, und dann kann man ja sagen, schau mal hier, mir ist total wichtig, dass wenn Leute durch die Tür reinkommen, dass meine Hunde nicht aufspringen, weil wenn die Tür offen steht und da läuft gerade eine Katze vorbei, könnte einer rausrennen und dann überfahren werden und bei dem Unfall könnten Menschen sterben und es wäre einfach riesiger Mist. Oder irgendeine andere Erklärung, ne? Die war jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ihr wisst so ungefähr wahrscheinlich, was ich meine. So, und das ist der springende Punkt, Punkt Nummer 1, Dominanz im Umgang mit den Menschen etablieren und Punkt Nummer 2, dann im Anschluss zu den Erklärungen kommen. Der Teil mit den Erklärungen ist tatsächlich wichtig, denn um langfristige Akzeptanz von den Mitmenschen zu erlangen, ist das schon in der Tat hilfreich, wenn die zumindest verstanden haben, warum die das nicht tun dürfen, was sie am liebsten machen wollen würden. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig, dass das an die Akzeptanz angeknüpft ist, dass sie erstmal nichts machen, was ihr nicht vorher gestattet habt. Und drittens, der Geheimtipp, die Menschen in die Verantwortung dafür nehmen, was den Hunden widerfährt, aufgrund des Fehlverhaltens, was die Hunde gezeigt haben, was dadurch bedingt war, dass die Menschen irgendetwas mit den Hunden getan haben, was euch als Hundehalter oder Hundehalterin nicht in den Kram passt. Hört sich vielleicht noch ein bisschen kryptisch an, aber ich erkläre euch, was es bedeutet. Wir nehmen an, da läge mein Hund, meine Mutti käme und würde Duzi-Duzi machen und ich würde einfach hingehen und den Hund bestrafen. Wie ihr jetzt Hunde bestraft, das müsst ihr alle selber wissen, das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, aber ich zum Beispiel bestrafe oder, man sagt ja politisch korrekter, korrigiere meine Hunde, auch wenn es eigentlich in der Essenz das Gleiche ist, indem ich hingehe und die auch mal anfasse. Ich gehe dann hin und sage, ey, du bleibst da. Und dann greife ich dem auch mal ein bisschen ins Fell und halte es einfach mal fest. Damit interveniere ich natürlich gleichzeitig auch mal diese Handlung meiner Mutter, die sich da gerade abgespielt hat, die dabei war, meinen Hund anzustacheln. So, und es ist augenscheinlich, dass das für den Hund jetzt zumindest so ein bisschen latent unangenehm war. So, und das nützt ihr, um die Person, die sich doof verhalten hat, eurer Meinung nach, dafür in die Verantwortung zu ziehen, dass dem Hund jetzt was Unangenehmes widerfahren ist. Bedeutet konkret, ich würde sagen, schau mal Mutti, ich musste meinen Hund da jetzt so energisch festhalten, weil du dich leider nicht zusammenreißen konntest. Das bedeutet, es ist ein so ein bisschen ekliger Trick, aber letztendlich sorgt man dafür, dass Menschen sich schlecht für ihr eigenes Handeln fühlen, weil sie quasi der Auslöser dafür waren, dass dem Hund dann eine Korrektur widerfahren ist. Ja, und das muss man dann halt einfach durchziehen. Da wird man sicherlich im Laufe der Zeit auch mal hier und da einen pumpigen Kommentar ernten, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, und zwar nicht nur bei mir persönlich, sondern auch von Leuten, denen ich das schon im Privaten in der Vergangenheit geteilt habe und auch von Leuten aus meinem erweiterten Umfeld, wo ich diese Rolle dann mal eingenommen habe, das funktioniert immer. Und auch wenn das ein bisschen unangenehm erscheinen mag, seid ihr irgendwie auch in der Verantwortung, fair eurem Hund gegenüber zu sein und das so von eurem menschlichen Umfeld einzufordern. Was bedeutet das, wenn ich von meinem Hund erwarte, dass er erstmal nie zu irgendwelchen Menschen hingeht, außer ich gestatte es ihm, dann muss es auch so fair für meinen Hund sein, dass diese Regel immer gleich ist. So, wenn die jetzt auf einmal aufgehoben ist, weil plötzlich irgendein Tinder-Date von mir was zu Besuch ist, das dann plötzlich dann doch darf und meine Cousine darf es auch und die Tochter von der Nachbarin darf es auch und die Mutti darf es auch und die Tante darf es auch. Naja, und dann plötzlich sind wir in einer Situation, wo 30% der Menschen es dann irgendwie doch auch dürfen, weil es uns gerade irgendwie in den Kram gepasst hat. Und dann wiederum haben wir ein Problem, wenn der Hund dann plötzlich in 3 von 10 Fällen einfach meint, irgendwie zu Menschen hingehen zu müssen. Dann so, ich hab dir das doch schon erklärt, warum kannst du das nicht? Nee, war dann einfach inkonsequent und dann hinzugehen und zu sagen, du bist ein blöder Hund und ich korrigiere dich jetzt, das wäre in der Tat unfair. Deswegen sage ich, ihr seid in der Verantwortung, Führung im Leben, in der Anleitung eures Hundes zu übernehmen und das bedingt nun mal auch, dass man auch mal Menschen vor den Karren pissen muss, wenn einem das wichtig ist. Wenn ihr sagt, ihr scheißt da drauf, dann seid ihr sowieso in diesem Video hier falsch. Aber ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sind unglaublich gefrustet und die kriegen es einfach nicht hin, sich ihrem menschlichen Umfeld gegenüber durchzusetzen und ihr müsst einfach das Wohl eures Hundes so ein bisschen als Grund und als Anlass sehen, euch da selbst durchzukämpfen. Und ihr schafft das, okay, glaubt mir mal, ihr schafft das. Ich habe das auch geschafft. Das wissen jetzt viele von euch nicht, aber meine ältere Hündin, die Abby hier hinten, die war am Anfang als Familienhund gedacht. 2019 war noch angedacht, dass 3 bis 4 Tage die Woche ich diesen Hund habe und die anderen 3 bis 4 Tage der Woche meine Eltern diesen Hund. Und dann sind wir erziehungsmäßig so aneinander gekracht, weil wir auf einmal festgestellt haben, wir haben ganz andere Vorstellungen und Philosophien für das Leben unseres Hundes, dass ich dann nach wenigen Wochen gesagt habe, liebe Eltern, das hier ist ab sofort mein Hund. Ihr seid jetzt erstmal
abgemeldet. Da ich zu dieser sehr drastischen Maßnahme greifen musste und meinen Hund dann auch physisch meinen Eltern entzogen habe, indem ich ihn einfach weggenommen habe. Ich habe meinen Hund genommen, ich stand natürlich auch im Kaufvertrag, ne, und bin mit dem in eine andere Wohnung. Und dann habe ich erstmal gesagt, so Eltern, und ihr dürft jetzt erstmal nicht mehr daran, bis ich was anderes sage. Ja, könnt ihr euch vorstellen, da war dicke Luft. Und wisst ihr was? Das war das Wichtigste, was ich überhaupt hätte machen können. Denn wenn ich noch einen Monat länger mit ihr hier im Kombipaket mit meinen Eltern unterwegs gewesen wäre, da wäre das ein riesiges Chaos gewesen und wahrscheinlich hätte unsere Familie das Ganze auch, sagen wir mal, zumindest sehr stark belastet, was das familieninterne Klima angegangen wäre. Von daher wichtig, mutig sein, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, klare Struktur, Anleitung, den Hund natürlich auch in Schutz nehmen, ganz klar, den Menschen gegenüber. Ne, wenn ihr was vom Hund erwartet, dann müsst ihr quasi auch dafür sorgen, dass er das leisten kann. Und das bedeutet halt auch, dass man mal Menschen vor den Karren pissen muss und sagen muss, sorry, du fasst meinen Hund nicht an. Und damit zum abschließenden Punkt, und mit dem mache ich mich möglicherweise ein bisschen unbeliebt bei der einen oder anderen Person. Bitte tut euch selbst, nicht mir, tut euch selbst den Gefallen und suhlt euch nicht in eurem Elend, dass es nicht direkt auf Anhieb klappt und dass nicht die ganze Welt sich von sich selbst aus verbiegt, damit das alles so genau läuft, wie ihr das euch vorstellen. Ja. Ganz häufig schreiben mir Leute in der Instagram-DM, oh, ich habe schon so oft mit denen geredet, aber es wird einfach nichts, ich gebe jetzt die Hoffnung auf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also entweder der extrem statistisch unwahrscheinliche Fall ist eingetreten, dass ausgerechnet deine Familie absolut beratungsresistent ist oder die Art und Weise, wie du es an deine Family ranträgst, deine Ansprache ist einfach scheiße. Bringt es einfach nicht, du müsstest es anders machen. Und dann gehen die Leute ganz häufig eben nicht hin und reflektieren sich selbst und sagen, ja stimmt, vielleicht könnte ich ja so und so das mal anders machen oder fragen auch einfach, ja hast du mal einen Tipp, ich habe so gemacht, irgendwie hat es nicht funktioniert, sondern dann wird direkt gerechtfertigt, ja, aber ich habe doch schon und ja, aber und ja, aber und ja, aber. Hört auf damit, lasst es. Also entweder es ist euch wichtig, mir ist es wichtig, okay? Was mit meinen Hunden passiert, ist mir persönlich extrem wichtig. Ich habe eine klare Vision für die, ich möchte die auf eine bestimmte Art und Weise erziehen und da fischt mir keiner drin rum. Punkt. Und weil mir das so wichtig ist, gehe ich eben nicht hin und ruhe mich irgendwie darauf aus, dass, ach ja, ich habe es ja mal kurz probiert und irgendwie war das so unangenehm und da war auch noch so dicke Luft und das geht ja gar nicht. Ihr müsst einfach ehrlich zu euch selbst sein. Und vielleicht ist auch einfach das für euch dann das Learning und der Outcome aus diesem Video. Ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein. Wenn es euch wichtig ist, dass eure Hunde genau das zuverlässig lernen, was ihr für sie so geplant habt, dann müsst ihr auch einfach die Konsequenzen in Kauf nehmen, euch gegebenenfalls mal unbeliebt zu machen, euch durchzusetzen, euch selbst zu hinterfragen, ob eure Art der Kommunikation mit eurem Umfeld vielleicht geeignet ist oder Optimist ist. Oder ihr sagt, es ist euch eigentlich egal, aber dann müsst ihr halt auch fair sein und dürft nicht sauer auf euren Hund sein, wenn ihr das dann nicht auf die Kette bekommt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Hier waren ein paar Infos drin, die euch vielleicht hier und da ein bisschen im Alltag helfen könnten, die ihr ausprobieren konntet. Wenn dem der Fall war, irgendwas hat euch angesprochen, schreibt gerne in die Kommentare, was genau. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ich hab euch lieb, macht's gut.